zu, ihr Dumpfbacken dieser Welt. Hier spricht Patricia Tennis. Ich habe eine weitere Kammer gefunden. Wie ihr wisst, löste die Öffnung der ersten Kammer vor 5 Jahren eine Kettenreaktion aus, die weitere Kammern auf Pandora offenbarte. Langweilig! Was interessiert dich das, Kammerjäger? Dich interessiert Beute und Muckis und Explosionen. Ich bin Torg und ich möchte dir eine einzige Frage stellen. Explosionen? Runter von dieser Frequenz, du proteinsabbernde Witzfigur. Ich versuche hier zu vermitteln... Dieser Satz hatte zu viele Silben. Entschuldige dich! Wie gesagt, ich habe entdeckt, dass diese neue Kammer im Zentrum eines großen Kraters liegt und sich nur öffnet, ich zitiere, wenn der Champion Pandora sie mit dem Blute des ultimativen Feiglings tränkt. Wir von der Torg Corporation finden das endgeil! So endgeil, dass wir ein Turnier ausrichten, um diesen Badass Nummer 1 zu ermitteln. Wenn du mitmachen willst... Komm an den Ort der Kammer, im Badass Crater of Badassitude. So heißt diese Gegend nicht wirklich. Im Badass Crater of Badassitude. Willkommen im Badass Crater of Badassitude, Badass. Hier ist Mr. Torg mit einer Übertragung aus dem tiefen Orbit. Wenn du hier bist, dann willst du unser Turnier gewinnen, eine Kammer öffnen und den Titel des Badass Nummer 1 erringen. Bevor es losgeht, musst du digital auf alle Rechtsansprüche verzichten. Du Rang 50 auf der Badass-Tabelle, also hinter meiner Großmutter, aber immerhin vor dem Kerl, den sie ohne Zähne totgebissen hat. Hat ewig gedauert. Wenn du die Kammer öffnen willst, musst du die Tabelle hochklettern. Außerdem brauchst du einen Sponsor. Das hat so scheiß rechtliche Gründe. Geh zur Arena, dort kriegst du einen. Wahrscheinlich sollte ich dir erstmal einen Sponsor zuweisen, aber ich bin ein desorganisierter Arsch und musste gerade einen Hai mit einer Cowboy-Krawatte vermöbeln, als ich dir einen Sponsor besorgen sollte. Du fragst, trug der Hai die Krawatte oder hast du ihn damit vermöbelt? Die Antwort lautet ja. Torg-Mitarbeiter eingeschlossen. Keine Ursache. Ich wollte nicht, dass hier langweilig wird. Und sagte mir, scheiß drauf, geben wir allen eine Knarre. Wir haben in 3 Tagen die halbe Belegschaft verloren. Aber wen kümmert's? Einen echten Kampf!
echt Pisten, Baby. Bin schwer beeindruckt von deiner Vorstellung, Kammerjäger. Ich höre, du brauchst einen Sponsor. Und wie das Leben so spielt, brauch ich einen neuen Schützling. Komm zu mir in die Arena. Folge einfach dem Duft des Erfolgs. Pisten, was sagen Sie den Leuten, die Sie beschuldigen, zu schummeln und Kämpfe abzusprechen, um die Nummer 1 zu werden? Oh, Jeffrey, ich sage, da müsste ich wohl das machen. Und dann würde ich Ihnen sagen, nennt mich niemals einen Betrüger! Und da dürfen Sie mich zitieren. Hey, hier rüber, Neuer. Du stehst nun im Abglanz wahrer Größe. Hier also, Pistens Angebot, Herzchen. Pisten wird dich fördern. Pisten nimmt dich unter seine extrem muskulösen Fittiche. Und wir öffnen gemeinsam die Kammer. Ich habe bereits den ersten Kampf in der Arena für dich arrangiert. Geh rein und zeig allen, dass man am Pisten und dem Kammerjäger nicht vorbeikommt. Kommt es mir nur so vor, oder will der dich nach Strich und Faden aufs Kreuz legen? Normal würdest du zuerst gegen einen einzelnen Gegner antreten, aber ich dachte mir, ey, stattdessen kämpfst du gegen ein paar Dutzend Trottel, die sich die Horde of Horrors nennen. Ich könnte die mit beiden Brustmuskeln auf den Rücken gebunden fertig machen, aber du solltest dich vorsehen. Herzlich willkommen, Kunde. Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Und jetzt jag was hoch! Ladies and Gentlemen, es scheint, unser nächster Kämpfer ist hier. Hat der Kammerjäger das Zeug dazu, die Appetite for Destruction-Runde zu überstehen? Ich denke, wir alle kennen die Antwort. Vielleicht! Die Regeln sind einfach. Benutze die verfügbare Ausrüstung und töte alle. Wer als letzter steht, ist ein astreiner Badass. Geh in die Mitte der Arena, wenn du bereit bist anzufangen. Ladies and Gentlemen, dies ist der Moment, auf den Sie alle gewartet haben. Die Horde of Horrors gegen den Kammerjäger. Macht euch bereit, euch gegenseitig die Birnen wegzuballern. Scheiß Bandit! Ein hammerharter Schlag vom Kammerjäger! Wäre überstanden! Aber mach's dir nicht zu gemütlich! Die nächste Welle hier herrsche! Ich werde mich! Scheiße, bist du noch nicht fertig mit diesen Idioten? Du musst einen Zahn zulegen, wenn du Pistens Partner sein willst. Ich sehe dich.
Du selbst schnappt dir Munition! Wenn nicht, ist diese Nachricht irrelevant. Der Kammerjäger beißt sich durch die Wellen wie ein fettes Kind durch Weihnachtsplätzchen. Jetzt will ich auch Plätzchen. Da kommen sie! Und die letzte Welle! Was jetzt? Schatz, der Kammer nicht mit einem hergelaufenen Söldner. Ich bin der größte Kämpfer aller Zeiten. Ich öffne die Kammer selbst. Und du? Verziehst dich aus meiner Arena. Was du da hörst, ist Tarmstrong-Gas, das in die Arena einströmt. Ich habe die Kameras abgeschaltet. Atme tief ein und werd ohnmächtig, wie ein braver kleiner Feigling. Was ist mit der Übertragung? Warum höre ich das? Hat jemand den Kammerjäger verschleppt? Ich habe keine Ahnung, was los ist. Was zum Teufel? Ladies and Gentlemen, der Kammerjäger ist aus der Arena verschwunden. Ich weiß nicht, wo ist er hin? Verdammt! Ich klär dich auf, Torg. Der Kammerjäger ist getürmt. Abgehauen. Er hat geschnallt, dass er gegen mich antreten muss, um zum Badass Nummer 1 auf Pandora zu werden. Und ist abgehauen. Wie ein kleines Baby. Abgehauen? Verkehrte Welt! Ich habe keine Wahl. Als Leiter des Talk-Turniers muss ich den Kammerjäger offiziell zum Feigling stempeln. Okay, ich will ehrlich sein. Ich weiß, dass du in Wahrheit kein Feigling bist, aber scheiße! Dieser kleine Kniff hat uns saugute TV-Quoten beschert. Trotzdem, du brauchst einen neuen Sponsor. Wenn du im Turnier bleiben willst, geh zum Beatdown.